Liebe Freunde, wie geht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer Eye und Love All Asian Ladies Love, Giant, yeah! Willkommen zurück zu Plague Inc. Evolved und ich will gar nicht lang snacken hier. Fucking Prion hat uns das letzte Mal ordentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise Grönland, um genau zu sein. Und genau das, genau den werden wir es heute heimzahlen. Wir fangen wieder in Ägypten an. Oder Saudi-Arabien? Wir machen Ägypten. Wir nehmen dieselbe Strat wie das letzte Mal, die letztes Mal schon nicht funktioniert hat, aber vielleicht klappt es diesmal. Wie gesagt, wir müssen eigentlich einfach nur aufpassen, dass wir Grönland diesmal mitnehmen. Aber wie angesprochen schon, ich habe keine Ahnung. Water 2, wir hatten Water 2, wir hatten R2, wir hatten D2. Wir hatten alles eigentlich. Wir hatten Cold Resistance 2, wir hatten alles mögliche eigentlich geresearched, um Richtung Grönland reinzukommen. Aber nö. Grönland hat sich die ganze Zeit einfach gedacht, nö. Auf so einen Prion haben wir irgendwie keinen Bock. Wir haben keinen Bock auf gute Musik, a.k.a. Cypress Hill. Okay, Air Filters haben wir gerade gesehen. Upgrade, let's airplanes be infected again. Genau, das wollen wir. Gehen dann auf Water 2. Und geben uns, glaube ich, direkt schon mal... Ich gebe mir den doppelten Bonus in Cold Countries. Ich bin auf Kriegsfuß mit fucking Grönland. Raises record amount. Journalist rushed to cover the latest breaking amount of money raised on Kickstarter. Sources expect records to last for at least 72 hours. Okay, wurde mit Bitcoins investiert anscheinend. Genau, wir gehen auf doppelt Cold Resistance direkt, wie gesagt. Wir versuchen so schnell wie möglich die Cold Countries eben abzudecken. Gehen auch schon langsam, aber sicher hier Richtung Zentralasien anscheinend. Sind zumindest schon mal in Indien. Wie viel brauche ich denn? Cold Resistance 1, perfekt. Understanding of Tumors, also wollen wir keine Tumors. Ich habe Cold Resistance 1 und wir sind in Afrio. Gut. Soll mir recht sein. 13 DNA Points für Cold Resistance 2. Let's fucking do this. Da sehe ich doch gerade hier ein Schiff. Dachte eigentlich, das geht nach Madagaskar, aber anscheinend leider nicht. Schade. Wäre schon mal ein weiteres, oder die erste Insel, die wir von unserer Strichliste haben. Cold Resistance 2. Und gehen dann... Muss mal einen schlauen Set schauen. Eventuell auf Drug Resistance. Macht auch gerade Sinn, da wir gerade hier in Europa schon sind. Und die USA haben wir ebenfalls schon. Und schon wieder haben wir hier ein Problem mit Grönland, ne? Ich glaube ja irgendwie, der schnellste Weg ist von England nach Island nach Grönland. Deswegen dachte ich gerade einen kleinen Bonus auf Urban Countries. Einfach nur deswegen. Weil das weiß ich nicht, ob das so viel Sinn machen würde. Wir gehen erstmal auf Drug Resistance. Damit das Ganze hier in den USA funktioniert. Und eigentlich können wir jetzt nur hoffen. Ich gehe mal auf Bird 1 und eventuell direkt nochmal Bird 2. Ich will auf jeden Fall sicherstellen, dass wir die Inseln damit haben. Das sollte eigentlich möglich sein. Das sah doch ganz gut aus eigentlich. Okay. Symptoms, Rash, Sweating. Gehen Richtung Skin Lesions und Necrosis. Disease Spreading. Okay. Egypt starts work on cure. Das ging relativ schnell diesmal sogar. Wir bekommen hier einiges an Ländern schon, aber immer noch weder Island noch Grönland. Zumindest sind die Ports noch offen, das ist schon mal perfekt. Oh, Grönland, sehr gut. Okay, das ist schon mal... Ups, das ist schon mal eine Sorgenfalte weniger. Fehlt nur noch Island. Wir können mal kurz auf die Weltkarte schauen. Ah, okay. Caribbean, Sweden. Okay, Sweden, Norway haben wir eigentlich so gut wie sicher. Island, Caribbean. Caribbean. Erstmal Necrosis. Caribbean. Wir könnten einmal auf Heat... Ich gehe einmal auf Heat Resistance. Haben wir zwar schon natürlich neutral eingebaut oder von Beginn an eingebaut hier, dadurch, dass wir in Ägypten gestartet haben. Aber dennoch so ein kleiner Bonus in der Hinsicht kann, glaube ich, nicht verkehrt sein. So, weitere Symptoms. Hätte ich früher machen müssen. Eigentlich Insomnia, Paranoia, Seizures und direkt Richtung Insanity. Das dämmt ein bisschen... den Cure Progress natürlich. Dauert aber natürlich, bis es effektiv ist. USA leading global cure efforts. Soll mir recht sein. Iceland haben wir
mittlerweile schon in unseren Klauen. Caribbean ist das einzige, das hier noch sich sträubt gerade. Hm, haben wir denn da? Da haben wir Water. Hot Country. Geben wir uns den doppelten Bonus einfach. Sicherstellen, dass wir... Jawohl, okay. Wir haben jedes Land mittlerweile. Das heißt, jetzt können wir... auf... Hypersensitivity, Paralysis und... oder Paralysis, Paralysis und Coma. Können schon mal auf Neural Atrophy gehen und auf Genetic Hardening. Damit das Ganze auch nochmal ein bisschen verlangsamt wird hier, der Cure-Fortschritt. Naja, es dauert hier noch ein bisschen in Kanada und in den USA. Deswegen kleinen Bonus auf Urban Countries. Das hier. Cold Climates. War hier nicht noch irgendwas für Urban Countries? Oder High Density? High Density, okay, haben wir schon. Perfekt mit Coughing. Gut. Sehr gut, ich glaube jetzt gerade greifen auch schon die Symptoms. Gehen wir auf Neural Atrophy 2. Dysentery Symptom Mutated, sehr schön. For free. 28 Punkte für Total Organ Failure. Ich glaube, genau darauf gehen wir jetzt auch. Dann nochmal der Bonus von den Blue Cure Bubbles. Nice. Und dann... Done did it. Cypress Hill killing very fast. Genauso soll es auch sein. Können wir noch irgendwas devolven? Wir bekommen ein paar Punkte zurück. Okay, wir sind jetzt eigentlich in jedem Land vertreten. Wir brauchen eigentlich nur noch den Code-Bonus. Deswegen würde ich sagen, devolven wir das und das. Haben wir gerade die Punkte zurückbekommen für das zweite Jahr? Refund, genau. Genau. Yes. Yes. 25 DNA-Points für einen Reshuffle. Alright, alright, alright. Ich glaube, den brauchen wir auf jeden Fall. Sieht ganz danach aus. Das wird immer dangerous. Aber wir bekommen unsere Punkte relativ schnell gerade. Das gefällt mir auf jeden Fall. Der erste Reshuffle runter auf 64%. Das hat schon mal ordentlich geholfen. 30 Punkte für den nächsten. Aber wir sehen es gerade hier. Wir bekommen ordentlich Punkte dafür, dass wir gerade hier in Kanada uns ordentlich ausbreiten. Sehr gut. Runter auf... oder 35 für den nächsten Reshuffle. Aber ich glaube, ich gehe eventuell auf Hardening. Wenn wir das progressiv hier verlangsamen. No healthy people left in the world. Sehr schön. Sehr schön. Genau sowas will der Papa hören. Weiterhin 36 Punkte. Ja, okay. Ich glaube, wir haben safe. Ich glaube, wir haben safe. Das sieht ganz gut aus, ja. Jetzt bekommen wir langsame Punkte, da wir sowieso jeden schon auf der Welt infiziert haben. Sehr gut. Können wir das Ganze noch ein bisschen verlangsamen irgendwie. Spreads fast. Okay, Tumors wollen wir sowieso nicht. Infectivity, warum nicht? Und ich glaube, ich habe meine Rache bekommen. Walking Dead Symptom Combo. Yup, das sieht ganz gut aus. Das ist eine Weltkarte, wie man sie in Plague Inc. Evolved auf jeden Fall gerne sieht. Sehr schön. Inflammation Symptom nochmal for free. Nehme ich gerne an mich. Cypress Hill to destroy humanity. Mit extrem guter Musik, kein Wunder. Und wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. In dem Kontext, in-game, logischerweise, fuck you Grönland. Cypress Hill has successfully eliminated all life on Earth. Tweeted out. 3 von 5 Biohazard-Symbolen allerdings, nur weil der Cure-Progress ziemlich hoch war auf 66%. Womit ich allerdings leben kann. Am Ende war es nochmal ein bisschen knapp, aber mit Genetic Reshuffle und Genetic Hardening dann haben wir es eigentlich relativ gut gemeistert. Und, keine Ahnung, diesmal haben wir eigentlich nicht wirklich viel anders gemacht. Glaube ich zumindest.
Aber wir hatten eigentlich ganz gutes Timing. Wir haben relativ, zu einem relativ guten Zeitpunkt haben wir den Killswitch umgeleitet. Einmal mit Coma und einmal mit natürlich Total Organ Failure dann letzten Endes. Aber ja, wie gesagt, wir haben eigentlich nicht wirklich viel anders gemacht. Deswegen wundert es mich, dass Grönland diesmal kooperiert hat und vorher nicht. Ist ein bisschen merkwürdig. Aber 763 Tage hat es hier gedauert. 63? Ja. 763 Tage hat es gedauert, bis wir hier die komplette Menschheit ausgerottet haben. Kann sich sehen lassen, wie ich finde. Und das war's dann auch schon für den Prion auf Brutal als nächstes. Oh Gott. Ich muss sagen, auf Nanovirus und Bioweapon freue ich mich, weil die habe ich auf Brutal schon gemeistert, wie ihr hier sehen könnt. Und die sind irgendwie im Vergleich auch gerade zu Virus oder Bacteria auf Brutal, waren Bioweapon und Nanovirus mega easy. Gerade Bioweapon war extrem leicht und keine Ahnung warum, aber irgendwas haben die beiden hier an sich, das das Ganze extrem leicht macht. Necrovirus als nächstes. Oh boy, das wird interessant auf jeden Fall, weil das ist somit das Komplexeste und da kann man eben auch die meisten Fehler machen, aber wir haben es eigentlich auf der Normal Difficulty ganz gut hinbekommen und ich glaube, wir werden da ungefähr dieselbe Strategie fahren, in Mega Brutal sowieso, und hoffen einfach mal, dass es dann einigermaßen funktioniert. Also das nächste Mal kümmern wir uns um den Necrovirus. Puh. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir zumindest mit Nanovirus und Bioweapon relativ leichte Plagues. Und dann gehen wir den ganzen Katalog nochmal runter. Und zwar auf Mega Brutal geht es dann wieder weiter mit Bacteria und so weiter. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir so weit kommen. Erstmal als nächstes haben wir den Necrovirus. Und ja, das war's für die heutige Ausgabe von Plague Inc. Evolved. Einmal mehr haben wir es zum Glück geschafft. Nach einem kleinen Rückschlag, aber das kann man sich ja auch mal gönnen. Haben wir es letzten Endes doch geschafft, mit dem Prion hier Grönland in die Knie zu zwingen. Und ja, dann war's das für die heutige Ausgabe von Plague Inc. Evolved. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Plague Inc. Evolved. Wenn ihr denn wollt, wieder liebe Freunde.